Jo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio am Freitag. Wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Ich freue mich auf eure Anrufe und bin gespannt auf eure Anrufe. Die erste Anruferin ist die Sabrina und Sabrina ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sabrina. Was ist dein Thema? Ich rufe an, weil ich der Meinung bin, dass ich mit 23 schon eine Menge erlebt habe und auch ein ziemlich beschissenes Leben eigentlich führe im Moment. Mhm. Warum? Ja, weil ich, wie gesagt, bin 23, ich habe einen 3-jährigen Sohn, lebe seit anderthalb Jahren in einer Partnerschaft mit einem selbstständigen Kfz-Mechaniker, Werkstatt, wie auch immer man das nennen möchte. Ja. Habe Ende August erfahren, dass mein Vater verhaftet wurde. Habe vor 4 Tagen erfahren, dass mein Vater zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt wurde wegen Mordes. Oh. Es ist in den letzten Monaten viel passiert halt. Und ist das so eine Sache gewesen, von der du völlig überrascht wurdest, oder war dein Vater, hat der schon eine kriminelle Biografie hinter sich? Eigentlich weniger. Weniger heißt aber ein bisschen war da schon. Ja, ich sag mal, jeder war mal jung und jeder hat mal so ein paar Sachen angestellt, aber, jeder wirklich Weltbewegendes oder sowas, ne? Waren so Kleinigkeiten, mal in eine Schlägerei verwickelt oder sonstige Sachen, was er mir auch dann immer erzählt hat oder sowas, wie er halt früher als junger Bursche so war, aber jetzt wirklich so richtig kriminelle Sachen waren nie dabei. Jetzt hat er jemanden ermordet. Wen? Genau. Mein Vater war verheiratet, hat sich scheiden lassen, hat da eine Frau kennengelernt, die zur gleichen Zeit sich hat scheiden lassen, ist mit der dann auch in einer Beziehung, hat mit der eine Beziehung angefangen und deren Ex-Mann hat er ermordet, weil der die halt irgendwie nicht in Ruhe gelassen hat. Genauere Hintergründe kenne ich halt auch noch nicht so genau, weil ich bisher mit meinem Vater noch nicht die Möglichkeit hatte zu sprechen, weil er auch in Belgien inhaftiert ist, weil er da lebt. Wie nah ist denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Mein Vater und ich haben uns kennengelernt, als ich 18 war. Der Kontakt war da, sehr vage. Und erst seit Anfang diesen Jahres war der Kontakt sehr stark. Und wir hatten uns Anfang August, weil mich noch hier besuchen in Deutschland. Und wie gesagt, Ende August, das war immer so, man hat einmal im Monat miteinander telefoniert. Und Ende August habe ich dann wieder versucht, mal mit ihm zu sprechen, ihn anzurufen, habe ihn allerdings nie erreicht. Ja. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, als ich gefragt habe, was ist dein Thema? Hast du gesagt, ich bin 23 Jahre und mir geht's nicht so gut. Genau. Das ist schon schlimm, weiß Gott, schlimm genug. Was gibt es darüber hinaus noch? Ja, ich führe eine Beziehung seit anderthalb Jahren und fühle mich von meinem Freund ziemlich im Stich gelassen. Und ich weiß nicht, ob das halt noch so das Wahre ist, weil halt viel passiert ist in den letzten Monaten und er mich immer alleine lässt, wie eigentlich jetzt wieder. Ich bin wieder eine Nacht schon, also den ganzen Abend schon alleine. Wo ist er denn? Er ist auf seiner Firma. Und stimmt das? Ja, es stimmt. Also ich gehe davon aus. Das heißt, er hat viel zu tun, weil er ist selbstständig, ne? Hast du gerade gesagt. Er ist selbstständig. Ob er etwas zu tun hat, ist die andere Frage. Er wird wahrscheinlich wieder mit irgendwelchen Kumpels da sitzen, bei ein paar Bier oder sowas. Aber halt in sich. Das heißt, du bist eigentlich auch nicht zufrieden, wenn er bei dir ist? Ja, das ist seit einigen Tagen so. Seit einigen Tagen? Na gut, das ist ja noch nicht so viel. Also ich bin natürlich immer unzufrieden, wenn er mir erzählt, er kommt um 8 nach Hause und ist um nachts 3 immer noch nicht da. Und das ist natürlich auch mit einer Menge Streit verbunden. Ganz genau weiß ich noch nicht, worauf du hinaus willst, Sabrina. Ich weiß einfach langsam nicht mehr weiter. Ich bin an einem Punkt, wo ich einfach sage, kann ich gar nicht sagen, weil ich einfach nicht mehr weiter weiß. Ich bin bezogen jetzt auf die Beziehung oder auf bezogen? Mein komplettes Leben eigentlich. Ist alles so, es prasselt in den letzten Monaten so viel auf mich ein und ich weiß langsam nicht mehr damit umzugehen. Ja. Aber wir wollen mal das Positive uns erstmal angucken. Du hast ein Kind. Ja. Das Kind ist wie alt? 3 Jahre alt. 3 Jahre alt. Das Kind ist gesund? Kerngesund. Kerngesund. Ja. Und du hast ein gutes Verhältnis zu dem Kind? Ja, auf jeden Fall. Ein sehr inniges Verhältnis? Ein mehr als inniges Verhältnis. Ja. So, das ist ja schon mal ein dickes Fund in deinem Leben. Auf jeden Fall. Das muss man ja schon mal sehen. Bist du finanziell abhängig von deinem Freund? Nein, bin ich nicht. Bist du nicht? Nein. Also dadurch, dass ich jetzt meinen Sohn habe, der jetzt 3 ist, bin ich natürlich jetzt auch auf staatliche Mittel angewiesen erstmal, bis ich wieder arbeiten gehen kann.
Aber ich habe hier die Wohnung, ich zahle die Miete, ich habe also jegliche Unkosten, ich trage alle meine Kosten selber. Ah ja. Wohnst du denn mit deinem Freund, mit deiner Beziehung zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Also ja. Er hat eine eigene Wohnung, er ist aber meistens hier. Ja, so, jetzt läuft das so seit einiger Zeit nicht so rosig, wie du dir das eigentlich gewünscht hast oder auch wünschst. Richtig. Bis vor einigen Wochen, sage ich mal, war das eine gute Liebesbeziehung? Eigentlich schon. Klar, es war mit kleinen Problemchen, denke ich, die jeder in der Beziehung hat, verbunden. Und jetzt ist es nur, sage ich mal, die Tatsache, dass er so wenig nach Hause kommt. Ja, erstmal das und halt dieses, man kommt sich irgendwie, ich bezeichne es immer als Fußabtreter. Also er behandelt dich auch nicht gut? Nee, also es ist... Und das auch neuerdings? Ja, seit den letzten 4-5 Wochen, sage ich mal, ist es sehr extrem. Wie behandelt er dich denn? Ich habe das Gefühl, dass ich ihm egal bin, dass er ist selbstständig, ich bin für ihn immer da, ich stehe voll und ganz hinter seiner Firma, auch wenn es mal nicht so gut läuft, ich bin immer da, wenn ich gebraucht werde. Hast du denn deinen Unmut ihm auch schon mal so hingelegt und erzählt? Ja, habe ich. Wie reagiert er darauf? Er reagiert da ja nicht unbedingt wünschenswert drauf. Er sagt ganz einfach, ich soll einen Sport suchen, damit ich irgendwie mich entlasten kann und meine Aggressionen oder halt wie soll ich es ausdrücken? Also er reagiert auf keinen Fall verständnisvoll, sondern ablehnend und macht zu. Ist er aggressiv dir gegenüber auch? Nein. Das nicht. Also wenn wir uns hier richtig in den Köpfen haben und uns gegenseitig anschreien oder was, dann, ich bezeichne dieses Anschreien schon als aggressiv, weil es sind keine Handgreiflichkeiten oder sowas dabei. Mhm. Also das auf gar keinen Fall. Ja. Er bemerkt aber schon, dass du unzufrieden bist und dass du dich nicht wohlfühlst in der Beziehung. Also ich sag ihm das auch so. Ich sag ihm auch, womit ich unzufrieden bin, was mich halt in meinem Leben momentan stört, wo ich ein ziemliches Problem habe oder wo ich auf Hilfe angewiesen bin von ihm. Und ich sage ihm auch, wie er mir helfen kann, indem ich dann sage, mir geht es jetzt halt gerade wegen meinem Vater und der ganzen Situation nicht gut. Und wie geht er denn damit um? Das ist ja nun ein heftiger Schlag, dass dein Vater wegen Mordes verurteilt wurde. Wie geht er damit um? Er sagt mir klipp und klar, dass weil ich halt gesagt habe, ja, jetzt habe ich Angst, ihn zu verlieren aufgrund dieser Situation. Und er sagt ganz einfach, er sagt mir auch, du bist nicht dein Vater. Mhm. Nur weil dein Vater sowas getan hat, muss ich das nicht auf dich produzieren. Du hast damit nichts zu tun. Also soweit ich das jetzt verstanden habe, kommen da eine ganze Menge Sachen zusammen. Das ist einmal die Geschichte mit dem Vater, dann hast du eine Andeutung gemacht, dass du ihn ja auch erst mit 18 kennengelernt hast. Genau. Daraus schließe ich, dass die Kindheit und Jugend auch nicht so rosig war. Ich bin bei meinen Großeltern bei meinem Opa groß geworden, weil meine Mutter auch recht früh verstorben ist damals. Ja, also. Und mein Großvater hat mich dann großgezogen. Und war das okay bei den Großeltern? Es war wunderbar. Es war wunderbar. Das ist ja schon mal ganz schön. Ja. Und jetzt halt die großen Unzufriedenheiten mit deinem Freund. Genau. Ich würde dich gerne weitergeben an meinen Psychologen, an meine Psychologin. Ja. Weil es zu viel ist und wir sicher dann in Ruhe im Hintergrund mit dir eingehender sprechen können und dir auch besser gerecht werden, Sabrina. Mhm. Sollen wir das so machen? Ja, das wäre super. Ja, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen. Dankeschön. Alles Liebe und alles Gute. Schöne Sendung noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Weiter geht es mit dem Peter und Peter ist 37. Guten Morgen, Peter. Ja, hallo, Peter. Hallo, Peter. Um was geht's bei dir, Peter? Guten Morgen. Ja, morgen. Also bei mir ist es so, ich fühle mich total hilflos und alleingelassen. Ich bin beschuldigt worden von der Schulleitung bzw. dem Jugendamt, mein Kind sexuell missbraucht zu haben. Oh, das ist aber ein sehr schlimmer und heftiger Vorwurf. Gegen meine Ehre, gegen meine Einstellung, gegen meine Priorität. Ja. Alles, komplett. Wie alt ist dein Kind? 7 und 8, ich habe 2. Ja. Beides Mädchen. Ja. Hat das Mädel sich geäußert darüber? Das Mädchen hat sich darüber geäußert, also die Jüngste, und hat erzählt, also wir haben eine sehr lockere und offene Beziehung zu unseren Kindern. Wir wollen unseren Kindern, meine Frau und ich wollen unseren Kindern halt beibringen, dass Sexualität und Nacktheit und solche Sachen was ganz Natürliches ist, dass der Körper auch etwas Natürliches ist. Darum laufen wir auch in unserer Wohnung nackt rum. Okay, erzähl mal, wie dieser Vorwurf jetzt in die Welt kam. Wie kam das? Der Vorwurf kam in der Welt, dass ich, beziehungsweise ich habe mit meiner Tochter gespielt
Also meine Tochter ist in der Schule gewesen, hat, die haben dort einen Morgenkreis und hat da erzählt, ja, mein Papa ist manchmal ganz ekelig und steckt mir den Finger in den Po. Das hat die Kleine in der Schule erzählt? In der Schule erzählt. Wann hat sie das erzählt? Vor einem Monat. Vor einem Monat? Ja. Ah ja. Hat sie das erzählt? Circa einen Monat oder zwei Wochen. Wie hat denn dann die Schule darauf reagiert? Die Schule hat gar nicht darauf reagiert. Letzte Woche Donnerstag hatten wir Elternsprechtag. Haben die Schule, meine Frau ist da gewesen, weil ich beruflich nicht konnte, beim Elternsprechtag da gewesen und hat mich informiert, ja, dass die Schule alles in Ordnung wäre, dass die schulischen Leistungen besser geworden sind, sogar um 6 Punkte, dass die schulischen Leistungen unserer beiden Kinder super aufgestiegen sind und dass beide Kinder, wenn es so weiterläuft, auch nach der Grundschulzeit, also ihren Realschulabschluss, man hat in diesem Gespräch nichts zu dir gesagt oder zu euch gesagt? Nein, nichts zu uns beiden gesagt, beziehungsweise zu meiner Frau an dem Zeitpunkt. Und einen Tag später kriegt mir von derselben Person, die uns vorher gesagt hat, es wäre alles in Ordnung, mussten wir erfahren, dass dieselbe Person uns beim Jugendamt angeschwärzt hat und uns gesagt hat, kriegt mir Post, dass wir zu einem Termin diese Woche Donnerstag kommen sollen. Ah ja. So, und daraufhin sind wir da hingegangen, haben also gedacht, mein Gott, woran kann es wohl liegen, was wollen die von uns? Ja. Meine Frau total aufgelöst, wir vernachlässigen unsere Kinder nicht. Und dann kriegte ich dann zu hören, dass dieser Protokollbericht meine Tochter hat gesagt, es ist ekelig, dass Papa mir den Finger in den Po steckt. Daraufhin wurde dann Folgendes gemacht, wie kommt das Kind zu der Aussage? Ja, das können wir uns auch nicht erklären und so weiter und so fort. Ja, wie verhalten wir uns denn da? So, und dann daraufhin musste ich dann zum Wohle des Kindes und zum Wohle uns der Kinder aus der Wohnung ausziehen, bis so das geklärt ist. Ach so, das heißt, du bist im Moment auch nicht in der Wohnung? Ich bin nicht mehr in der Wohnung. Ich musste unterschreiben, dass ich die Wohnung zwar betreten darf, aber nicht, wenn die Kinder da sind. Ja. Ja, ich darf keinen Kontakt mehr zu den Kindern, weder telefonisch noch persönlich noch sonst irgendwas. Ich darf auch nicht in der Schule. Meine Tochter hat die jetzt am Samstag ihren Weihnachtsabend mit in der Schulklasse. Ja. Da darf ich nicht dran teilnehmen. Nikolaus ist gestrichen. Wo? Und Weihnachten kann ich höchstwahrscheinlich auch vergessen. Das heißt, du kannst Weihnachten wahrscheinlich nicht im Kreise deiner Familie verleben. Nein. Wo bist du jetzt im Moment? Wo lebst du? Ich lebe jetzt bei meinem Bruder. Bei dem Bruder. Der hat mich netterweise aufgenommen. Wie reagiert deine Frau auf diese Vorwürfe? Meine Frau hat generell gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Mein Mann ist ein liebevoller, zärtlicher Mann. Er geht liebevoll und zärtlich mit unseren Kindern um. Er ist fürsorglich. Sowas macht man nicht. Mein Mann hat ein sehr starkes Ehrgefühl. Also die kennt auch meine Einstellung dazu. Deine Frau kommt auch nicht ansatzweise irgendwie ins Schwanken, dass sie dich eventuell für schuldig hält, das zu machen? Nein, sie kommt nicht ins Schwanken, aber es wurde dann bei diesem Gespräch gesagt, Frau so und so, sind Sie sich denn wirklich sicher? Sind Sie denn immer da? Sind Sie denn wirklich sicher, dass das wirklich so ist? Da sagt sie, warum sollte das nicht so sein? Warum sollte ich meinem Mann nicht vertrauen? Wenn ich meinem Mann nicht vertrauen kann, wem denn dann? Also steht deine Frau auf jeden Fall klar hinter dir? Ja? Bis jetzt ja, aber ich habe die Befürchtung, dass durch die Gespräche jetzt zum Beispiel, sie es öfters hat, kann also Gespräche führen mit diesem Jugendamtleiterin. Sie hat einen Termin jetzt schon, wann diese Jugendamtleiterin zu dieser Wohnung kommt. Ja. Ja, aber du hast auch. Mit mir spricht keiner. Aber du sprichst mit deiner Frau schon. Richtig, ich spreche regelmäßig mit meiner, jeden Tag mit meiner Frau. Und die Stimmung ist gleichbleibend so wie am Anfang. Zwischen euch. Nein, wir schreien uns manchmal an, wir zoffen uns. Ja, auf. Nein, ich meine das. Wir machen uns gegenseitig Vorwürfe. Ja, aber sie ist nach wie vor davon überzeugt. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass ich das nicht gemacht habe. Das kann nicht so sein. Ja. Wie erklärt ihr beiden euch, ihr seid die Eltern, wie erklärt ihr euch, dass das Kind so etwas in der Schule sagt? Das haben wir am selben Tag noch festgestellt. Abends, nachdem ja die Kinder gemerkt haben, dass Papa nicht mehr da ist,
hat meine Frau durfte ja auch, sie durfte selber auch nicht darüber sprechen, die Kinder also darauf hinweisen, was jetzt da gelaufen ist. Also die haben uns also auch gezwungen oder sagen wollen, bitte sagen Sie das Ihrem Kind nicht. Nee, lass uns mal auf die Frage zurückkommen. Was ist deine These? Deine These? Es kam also raus, dass meine Frau also dann die Kinder ins Bett gebracht hatte und dann ist unsere Jungs also wieder aufgestanden. Ich weiß, warum Papa nicht mehr da ist. Und da sagte meine Frau, wieso, was ist denn los? Ich sage, wie kommst du darauf? Ja, ich hatte letztens ein Gespräch mit der Direktorin und der habe ich wohl ein bisschen Blödsinn erzählt und ich habe ein bisschen zu viel dabei gemacht und ein bisschen zu fantasiert. Ich habe irgendwann im Fernsehen gesehen, dass man den Finger und den Penis in Popo steckt, irgendwo in einem Film, was weiß ich, wo sie das her hat, im Fernsehen gesehen. Und Moment, da muss ich gleich mal anhalten. Wo sieht ein siebenjähriges Mädchen im Fernsehen, dass der Penis das kann ich mir nicht erklären, das weiß ich nicht. Kann ich mir nicht erklären, das weiß ich nicht. Ne? So, und daraufhin, ja, das hat sie dann so gesehen und hat das dann assoziiert und hat dann gesagt, ja, wie war das denn? Dann hat meine Frau das nachvollzogen, hat das nachgestellt. Ja, war das denn so? Wie hat Papa denn die Hand gehalten? So und so. Und dann kam nämlich raus, Popo-Loch und Poporitze sind zwei verschiedene Sachen und sie hat beides in einen Topf geworfen. Ich habe also, wir haben das von klein auf an und ich habe das von klein auf an, habe ich zu einem Popo-Brötchen gesagt. Und habe gesagt, ich beiße gleich ins Brötchen, dann haben wir ein bisschen rumgeknabbert, wie das mit meinen kleinen Kindern so tut. Ja, und man albert rum und man macht Späßchen und die Kinder lachen und kitzeln sich gegenseitig durch und das Ganze ist eine lockere Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Das du glaubst also, dass das ein Gemisch ist von dem, was das Kind vielleicht irgendwo gesehen hat, aufgeschnappt hat. Genau, und vielleicht fantasiert hat und sich groß gefühlt hat, sag ich mal. So Peter, jetzt glaube ich, jetzt weiß ich natürlich, dass wenn man als Mann einer solchen Sache beschuldigt wird, ist das natürlich der Horror, wenn man unschuldig ist. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Da kann man einen Menschen... Mein Ehrgefühl ist total kaputt. Da kann man einen Menschen kaputt machen. Ja. Ich weiß nicht, ob du mir die Wahrheit sagst. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Klar. Ich gucke nicht in dich hinein. Nee, ist klar. Obwohl ich schon sagen muss, dass ich vom Gefühl, so von meiner Intuition her, dazu geneigt bin, dir zu glauben. Pass auf, das Schlimme aber, ist... Nee, lass mich mal sagen. Das weiß ich nicht. Ich würde dir nur ganz dringend raten, so schnell wie möglich einen Rechtsbeistand dir zu besorgen, einen Rechtsanwalt. Und ich würde dir auch raten, so schnell wie möglich freiwillig ein psychologisches Gutachten erstellen zu lassen über dich. Das ist, glaube ich, das, was du im Moment aktiv von deiner Seite aus tun kannst. Im Punkt Rechtsanwalt habe ich mir eins überlegt, ich habe nichts verbrochen. Ich habe nichts getan, was dem entspricht. Ja, also wenn du dir einen Rechtsanwalt... Rechtsbeistand. Bitte? Ich kann das vor Gericht so vertreten und ich kann meine Meinung so vertreten. Und wenn ich nichts verbrochen habe, brauche ich auch keinen Rechtsbeistand. Ja. Und da kann ich zu meiner Meinung stehen und da kann ich auch ehrlich vor dem Richter hintreten und sagen, ich habe nichts getan. Okay. Und ich werde nicht unnötige Unkosten wieder verursachen, die mir und meiner Familie finanzielle Nöte bringt. Wobei ich glaube, dass es ist keinerlei, in keinster Weise ein Schuldeingeständnis, wenn man sich einen Rechtsbeistand nimmt, um einfach mal zu klären, wie ist die Situation und wie verhalte ich mich jetzt am besten. Nein, von meinem Ehrgefühl her. Ich verstehe. Pass auf, ich war 4 Jahre bei der Bundeswehr. Ich habe mich 4 Jahre lang freiwillig habe unterschrieben dafür, dass ich für dieses Land auch in Auslandseinsätze gehe. Ja. Ich bin zwar nie in einem Auslandseinsatz gewesen. Okay, aber das führt zu weit, Peter. Ja, ich habe mich für dieses Land aufgeopfert und ich habe gesagt, ich würde sogar für dieses Land. Okay, aber das hat ja mit dem Land. Gleiche Land. Nein, das. Beschuldigt mich jetzt solch einer. Ja, gut, das Land beschuldigt dich nicht. Das ist jetzt eine Kettenreaktion, die in Gang gesetzt worden ist aufgrund der Aussagen deines Kindes. Ja. Da steckt nicht das Land hinter. Das müssen wir mal klarstellen. Ich fühle mich total allein gelassen. Peter, wenn du unschuldig bist, und ich habe dir gerade meine Meinung dazu gesagt, kann ich deine Empörung voll und ganz verstehen. Ich habe dir meinen sachlichen Rat gesagt. Ich würde dir gerne jetzt aber auch noch meine Psychologin geben. Denn ich weiß, dass es so eine Art, ich weiß nicht, so ein Netzwerk, Selbsthilfegruppierung gibt von Männern, die unschuldig des sexuellen Missbrauchs bezichtigt werden.
Wir könnten dir gerne da eine Kontaktnummer geben, ja, damit du dich vielleicht mit... Man ist ja vollkommen auf sich allein gestellt. Ja, ja, das ist mir schon klar. Meine Frau kriegt jetzt Beratung, meine Frau hat Termine, ja, meine Frau hat Telefonate jeden zweiten Tag, ja, wo gesagt wird, brauchen Sie noch Kinderbetreuung, ja, was ist in der Zeit, wo Sie am Arbeiten... Peter, ich unterbreche es mal. Du, bitte missverstehe das nicht, dass ich dich nicht ernst nehme. Ich nehme dich sehr ernst. Mhm. Das, was ich sachlich zu sagen habe, habe ich gesagt. Mhm. Da, wo wir dir vielleicht noch behilflich sein können, auch noch im Gespräch mit der Psychologin, das bieten wir dir natürlich jetzt sehr gerne an. Jemand aus diesem Bereich, der sich da auskennt und diese Erfahrung schon mal gemacht, auch mal melden. Genau. Ja, okay, das können wir machen. Das wäre ja schön, wenn da jemand, der jetzt mithört, da sich mal melden kann und sich mal meldet und aus seiner Sicht, wie er das mal erlebt hat, schildert, was da so gelaufen ist. Okay, den Kontakt würden wir auch gerne dann auch gerne herstellen, Peter. Ich kann deine Emotionen verstehen, wenn das auf dem Hintergrund alles ist, wie du es sagst. Jetzt legst du bitte auf. Mhm. Und wirst von Magdalena, meiner Psychologin, zurückgerufen und alles weitere passiert dann im Hintergrund, okay? Okay. Alles Gute wünsche ich dir und wenn du unschuldig bist. Die Aussage eines Kindes. Okay, wir unterbrechen es jetzt mal, Peter. Wir haben jetzt schon so lange gesprochen und ich glaube, es ist auch alles Wichtige gesagt worden. Und jeder hat auch Verständnis für deine Emotionen. Du machst eine tolle Sendung, schickst mir eine Autogrammkarte. Das mache ich auch. Du legst bitte auf, wir rufen zurück. Ja. Tschüss. Wir haben uns auch persönlich mal gesehen. Okay, legst du mal. Wir rufen gleich zurück, ja? Tschüss. So. Der Peter war sehr aufgeregt. Wenn der Peter ein unschuldiger Mann ist, muss man ihm das nachsehen. Jeder von uns wäre genauso empört und aufgebracht und vielleicht auch erklärbar aus der Hilflosigkeit, wenn er unschuldig ist. Jetzt geht es weiter mit einem Peter und der ist 59 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Peter, weswegen rufst du mich an? Ja, ich habe ein nicht so spektakuläres Thema. Es geht einfach darum, in meinem Alter habe ich schon Erektionsprobleme, aber die sind unterschiedlich. Mhm. Was heißt also, das? Im Vorfeld muss ich dir vielleicht sagen, ich bin seit 35 Jahren verheiratet. Ja. Seit 6 Jahren gibt es aber keine Sexualität mehr zwischen uns. Weil du keine Lust mehr hast oder weil es nicht mehr geht? Weil sie nicht mehr will. Weil sie nicht mehr will. Vor 6 Jahren wollte sie nicht mehr. Das wäre im Alter unästhetisch und das möchte sie. Naja, so alt seid ihr ja noch nicht. Ja, denke ich auch. Wie alt ist deine Frau? Auch so in deinem Alter? Auch genauso alt wie ich, ja. Das ist ja auch kein Alter. Waren wir 53. Mensch, ich habe hier schon mit 75 und 78-Jährigen gesprochen, die haben Sex gehabt. Ja. Das ist kracht. Ja, eben. und ich muss dir dazu sagen, ich war 30 Jahre total treu. Mhm. Dann, wo sie nicht mehr wollte, habe ich noch 3 Jahre, war ich absolut treu. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das lasse ich nicht mit mir machen. Ich lasse mir nicht meine Sexualität nehmen. Mhm. Und dann habe ich eine Affäre begonnen. Heimlich? Heimlich, ja. Eine reine Sexaffäre? Ja. Und zum einen muss ich dazu sagen, da habe ich ein Sexualleben kennengelernt, in meinem hohen Alter, das ich noch nie gehabt habe. Wie viele Frauen hatte, wenn ich fragen darf, wie viele Frauen hattest du denn vor deiner Ehefrau? Hast du viel Erfahrung gesammelt? Keine. Keine, ach so. Das ist natürlich heftig. Das kann ich mir vorstellen. So, gibt es die Affäre im Moment auch noch? Nein. Warum nicht? Sie hatte dann eine feste Beziehung und dann habe ich das beendet. Das wollte ich nicht da zweites Gleis sein und so weiter. Gab es diese Erektionsstörungen bei der Affäre auch schon? Nein. Wie... Und jetzt bemerkst du sie beim Onanieren, oder wie? Nein, da eben gar nicht. Und da gar nicht. So, du kennst das Phänomen der Morgenlatte oder so, ja? Das kennen wir Männer alle. Mhm. Da habe ich eine Erektion wie ein 20-Jähriger. Ja. Auch bei Selbstbefriedigung habe ich die Erektion wie ein 20-Jähriger. Ja, was ja schon mal gut ist. Ja. Das ist ja schon mal beruhigt. Mein Haushalt sagt auch, dass dann liegt keine organische Störung vor. Und wie kommst du überhaupt auf aber die Idee? Wenn ich jetzt mit Frauen zusammen Sex habe, habe ich Probleme. Gibt es denn wieder Frauen in deinem Leben im Moment? Ja, es gibt. Also sexuelle Geschichten? Ja, es gibt ja Prostituierte, gell? Ach so, da gehst du hin? Ja. Vielleicht liegt es daran, vielleicht ist das nicht dein Ding. Weiß ich nicht. Könnte ja sein. Wie oft gehst du dahin? 2-3 Mal im Monat. Ach so, oft. So oft. Und das ist jedes Mal so? Nein, auch nicht jedes Mal.
Aber ab und zu. Ich helfe mir dann mit einer halben Viagra. Mhm. Dann geht es, dann geht es wieder. 100%, ja. Mhm. Und mein Hausarzt meint einfach, dass vielleicht eine psychologische Schalter da umgelegt wird, dass es dann nicht geht. Habe ich ja gerade spontan auch so gedacht, dass es irgendwie vielleicht auch an der Form der Sexualität liegt. Ja. Wie lange betreibst du das denn jetzt schon mit dem Prostituierten? Seit einem Jahr. Mhm. Kostet ja auch eine Stange Geld. Ja, leider, aber das ist nicht mein Problem. Mhm. Und nur mal zwischendurch gefragt, das können wir gleich nochmal vertiefen. Ja. Hast du Gewissensbisse deiner Frau gegenüber? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nicht einmal, selbst wo ich die Affäre angefangen habe. Ja. Weißt du, ich war 30 Jahre absolut treu mit der ersten Frau meines Lebens. Und jetzt will sie nicht mehr und dann ist es ihre Schuld, meinst du? Und ich sag mir, wenn sie mich nicht mehr will, dann müsste sie, also ich habe zumindest kein schlechtes Gewissen. Ist denn sonst eure Ehe gut? Naja. Ist so eine Zweckgemeinschaft? Ja, ganz genau. Ja. Aber es ist nicht so krass, dass du sagst, ich lass mich scheiden von der Frau. Da sind die finanziellen Umstände schon so, dass ich mir das nicht leisten kann. Sonst wäre das schon längst geschehen. Ja. Also, da ist im Prinzip alles kaputt, ne? Jo, eigentlich ja. So klingt das. Ja, total. Ihr lebt so nebeneinander her? Oft Streit? Gehabt. Ich lasse mich auf keine Diskussion mehr ein. Ja. Weil es gibt keine Einsicht, es gibt keinen Meinungsaustausch. Ja. Es gibt nur gegenseitige Vorwürfe und da kommt man nicht mit weiter. Das ist eine Sackgasse. Ist ja dann auch ein trauriges Leben eigentlich, ne? Wenn du so ein Zuhause hast, wo du in so einer Spannung leben musst. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Und es geht wirklich finanziell, ist es nicht möglich, sich zu trennen. Ja, und das ist auch so. Wir haben zwei Kinder und das ist ihr Elternhaus, an dem sie sehr hängen. Und für die gibt es nun einmal nur die heile Welt, wie sie sie kennengelernt haben. Tja, aber es ist dein Leben und dein Glück. Ja, denke ich auch manchmal. Und zumindest habe ich aus dem Grunde ja diesen Schritt gemacht, mir das nicht mehr verbieten zu lassen, sondern mir das dann irgendwie zu holen. Weißt du, Peter, bevor wir nochmal auf die Erektionsschwierigkeiten kommen, nochmal einen Satz zu deinen Kindern. Ich finde es nicht in Ordnung, nur um die Kinder zu schonen, denen eine heile Welt vorzuspielen, in der du unglücklich bist. Ja. Ich meine, du hast wahrscheinlich viel für die Kinder, die sind erwachsene Leute heute, ne? Ja. Ja, so. Du hast wahrscheinlich, oder ihr habt sehr viel für die Kinder getan, dass es denen gut gegangen ist früher. Ja, schon. So, und jetzt habt ihr oder hast du ja auch ein Recht auf dein Leben und du bist, es ist ja noch kein Alter mit 59, dass du sagst, naja, jetzt ist alles gelaufen und ich den Rest meiner Tage begebe ich mich jetzt hier in diesen Frust hinein. Mhm. Wenn das finanziell irgendwie zu regeln ist, wäre mein aber ganz dringender Rat, diesen, wenn auch spektakulären Schritt, aber diesen Schritt zu unternehmen, weil es dir einfach besser gehen wird. Wahrscheinlich wirst du auch ein entspannterer Vater deinen Kindern gegenüber sein als jetzt. Okay, das ist aber noch eine ganz andere Thematik. Ja, ganz anders, ja. Kann natürlich sein. Das ist dann viel sehr vielschichtig, wenn wir anfangen, so lange Zeit haben wir nicht. Mhm, das ist vielschichtig, ist mir schon klar. Ich halte das auch für möglich, wie das dein Hausarzt auch gesagt hat, dass das eine psychologische Geschichte ist. Ja, ja. Das denke ich halt auch. Vielleicht fühlst du dich letztendlich nicht wohl in dieser Konstellation mit einer Prostituierten. Das ist einfach nicht Nein, eigentlich nicht. Ich bin nicht umsonst so lange treu gewesen, weil im Grunde genommen möchte ich eine Herzensbeziehung verbunden mit Sexualität. Da haben wir's. Ich weiß nicht, ob das unnormal ist, aber nö, das ist eigentlich so mein Naturell. Ja. Ja, und da bist weiter entfernt kannst du ja gar nicht sein. Bei einer Prostituierten, das ist ja so das Geschäft, hier kriegst du Kohle und da ist null Herzensverbindung, die soll ja nicht sein. Da hattest du ja wahrscheinlich noch mehr Herzensverbindung mit deiner sexuellen Affäre vor ein paar Jahren. Ja. Ne? Ja. Aber ich muss an dieser Stelle möchte ich eigentlich mal meine Erfahrung zum Ausdruck bringen, was ich früher von Prostituierten gedacht habe, wie das so sehr ordinär abläuft und so. Ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Es waren Frauen, die auch, die haben, das war keine Peinlichkeit. Mhm. Die haben gemerkt, meine Zurückhaltung, meine Schüchternheit, haben das überbrückt und so weiter. Also ich muss sagen, ich bin so angenehm überrascht von diesen Frauen und eigentlich muss ich sagen, Hut ab. Ja, das so machen. Kann ich mich nur anschließen. Muss ich das einfach sagen. Ich habe nur positive Erfahrungen gemacht. Ich habe hier in dieser Sendung schon mit so tollen Prostituierten gesprochen. Ja. Da kann ich mich dir nur anschließen. Ja.
Also, ich glaube, es ist ein psychologisches Problem. Ja. Wie das zu lösen ist, ist, das ist natürlich genauso vielschichtig, wie wir es gerade angeschnitten genau, haben. Letztendlich hängt es zusammen auch mit deiner Grundlebenskonstellation. Ja. Wenn du den Mut fändest, in deinem Alter von 59 Jahren nochmal zu sagen, Mensch, ich fange mal von vorne an, wäre das wahrscheinlich ein riesiger Befreiungsschlag für dich. Ja, aber da habe ich auch Probleme, Frauen kennenzulernen. Mhm. Da bin ich so gehemmt und wie soll ich sagen, ja, gewissermaßen psychisch behindert auch. Das glaube ich nicht. Also, zu finden, ja. Wie hast du denn deine Sexaffäre kennengelernt? Durch eine Annonce. Ah, ja, siehst du. Zeitung. Na, siehst du. Hat doch geklappt. Ja, ich habe schon wieder mal ein paar Mal oder mehrere Mal schon versucht, hat nicht geklappt. Also, das war ein Glücksfall. Ja, schon, klar, man muss es halt versuchen. Aber du bist ein eloquenter Mann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so problematisch ist. Also, ich sag's nochmal, Peter, ich glaube, das Übel liegt ganz tief unten in den Wurzeln deines jetzigen Lebens. Da hast du vollkommen recht. Das glaube ich. Das weiß ich auch selber, ja. Ja. Und das ist keine Erektionsstörung, sondern das ist eine seelische Blockade. Ja, das glaube ich selber. Das glaube ich auch, ja. Mhm. Also, mir wäre es eigentlich recht, wenn ich mal mit deinem Psychologen spreche. Sehr gerne, sehr gerne. Können wir das? Ob ich da irgendwie oder welche Schritte ich unternehmen könnte, um das zu lösen, diese Blockade, ja. Wobei ich glaube, um es nochmal zu sagen, dass das verbunden sein wird mit großen Veränderungen im Leben. Ja. Aber gerne biete ich dir das Gespräch an. Danke. Das läuft so, du kennst es vielleicht, du legst auf und wirst dann von uns zurückgerufen. Ja. Ich sehe deine Sendung oft. Nochmal Kompliment für deine Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Ja, also ganz toll. Peter, alles Gute. Ja, tschüss. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und weiter geht es mit Hans. Hans ist auch 59. Hallo Hans. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast mal eine junge Stimme. Ja, klingt so optisch auch, aber das nützt nichts. Man merkt schon das Alter. So. Domian, ich habe ein Problem. Ja. Ich bin seit 2000 geschieden. Ja. Wie gesagt, 59 Jahre alt. Mein Sohn lebt bei mir seitdem. Wie alt? 18 gerade geworden. 18. Mhm. Ja. So, und ich, je älter er geworden ist, desto mehr bin ich inzwischen 99,9% überzeugt, dass ich nicht der Erzeuger bin. Ich sag mal zum Hintergrund, als er 88 geboren wurde, kurz etwa ein Vierteljahr, 4 Monate vorher, hat mir ein Freund gesteckt, dass meine Frau ein Verhältnis hatte. Ich habe sie darauf angesprochen, ihr ist abgestritten, gut, letztendlich zugegeben. Und dann ging es also hin und her bis Anfang Februar, bis sie sich entschieden hatte, sie wollte bei mir bleiben. Ja. 2 Wochen später war sie schwanger. Mhm. Merkwürdigerweise durch ein zerrissenen Kondom, was ich noch nie gesehen habe, also... angeblich soll es sowas ja geben, aber ich habe es immer für Ausreden gehalten. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie erlebt. Ich höre es zwar 100.000 Mal, aber ich habe es auch noch nie erlebt. Nein. Aber und das Ding sah also wirklich aus, als ob man China-Böller drin hätte explodieren lassen. Mhm. Völlig zerfetzt. Mhm. Inzwischen habe ich das Gefühl, ihr habt miteinander geschlafen und dann hat sie gesagt, hier, das ist kaputt geplatzt. Also ich habe es ja selber gemerkt, als wir uns dann wieder getrennt haben. Ja. Und habe ich einmal nach unten geguckt und dann habe ich das Elend gesehen. Du unterstellst dir, dass sie das irgendwie heimlich dahin gefummelt hat und es war vorher schon kaputt. Ja. Mhm. Gut, es war wieder die große Liebe und man kann sich vorstellen, wenn man 4 Monate lang energisch um seine Frau kämpft, dann ist man verliebt wie am ersten Tag und das ist auch bei mir eigentlich so geblieben. Ja. Und lässt gar keine bösen Gedanken zu. Nein. Ja. Ich bin sowieso ein bisschen blauäugig, viel zu viel blauäugig. Ja. So, und irgendwann 1979 hat sie wohl ein neues Verhältnis angefangen mit einem anderen. Mhm. Und hat da auch unseren Sohn dann also mehrfach abgeschoben zu irgendwelchen Bekannten, um sich mit ihm zu treffen. Mhm. Das habe ich hinterher von ihm erfahren. Er hat es also schon, als er 8 Jahre war, hat er schon mitbekommen, dass da was war. Hat mir das aber erst mit 13, 14 erzählt. Dass die Mama da irgendeinen anderen Typ hat? Ja. Mhm. Also nachdem die Trennung war, hat er mir das erzählt. Ja, ja. 99 im Februar gab es den großen Knall mit einmal auf irgendein provozierter Streit. Also es hat nie Streit gegeben in dem Sinne. Kein lautes Wort, kein böses Wort hat es nie gegeben. Mhm. Und plötzlich wegen einer Lappalie wurde ein Streit vom Zaun gerissen, der also nur den einzigen Zweck hatte, dass sie sich jetzt trennen kann. Mhm. Das hat dann nochmal 3 Wochen gedauert, bis sie zugegeben hat, dass ein anderer da war. Mhm. Vorher wollte sie also nur ausziehen und erstmal eine Trennung haben.
Mhm. Und also Kuddelmuddel mit ihr. Ja. Aber wirklich. Wieso glaubst du, du sagst, je älter er wird, desto mehr glaube ich, dass er nicht mein Sohn ist. Siehst du es ihm auch äußerlich an? Optisch hat er, also das sagen fast alle eigentlich, dass er kaum etwas mit mir gemeinsam hat. Mhm. Und charakterlich, sag ich mal, meinen tiefschwarzen englischen Humor, den hat er, aber sowas kann man lernen. Liebst du deinen Sohn? Oder liebst abgöttisch. Abgöttisch, er ist mein Lebensinhalt und ich sage ganz offen, und da habe ich keine Probleme, das habe ich auch schon Freunden gesagt, hätte es meinen Sohn nicht gegeben, dann wäre ich 1999 aus dem Leben geschieden. Mhm. Das weiß ich definitiv. Ist es dann nicht völlig wurscht, ob er dein Sohn ist oder nicht? Ja, das ist es. Du liebst ihn und das ist wichtig. Mhm. Jetzt kommt aber der Hintergrund. Und das ist der Grund, weshalb ich im Zweifel bin, ob ich vielleicht doch einen Vaterschaftstest machen soll. Mhm. Und wenn der positiv ausfallen sollte, beziehungsweise negativ ausfallen sollte, ihn darüber zu informieren. Ich bin fast 60 Jahre und so wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich nicht allzu lange noch meinen Job haben. Mhm. Und dann wird es hier eng. Ich habe Darlehen allein abzubezahlen bis zum Jahre 2027. Mhm. Dann wäre ich 80. Mhm. Da ich ein starker Raucher bin, weiß ich genau, so alt werde ich nicht. Mhm. Mhm. Meine Frau, die mit Darlehensnehmer ist, zahlt nicht einen einzigen Cent. Mhm. Und ich möchte nicht meinem Sohn Schulden hinterlassen und habe jetzt gedacht, wenn er dann einen Erzeuger hat, dann hat er zumindest, wenn ich mal nicht mehr da bin, jemanden, an den er sich wenden kann. Denn seine Mutter... Hat er das? Ist die Frage. Ja, ich sag mal ein Beispiel. Seine Mutter sollte Unterhalt bezahlen, das ist mit dem Jugendgericht und so alles durch. Hm. Ihr wurde angeboten, Vergleich 50 Euro pro Monat und sie hat gesagt, nicht einen Cent. Und als das Jugendamt das einklagen wollte, hat sie gesagt, ja, dann schmeiße ich meinen Job hin, heb zwei Finger, die Sache ist erledigt. Genau das hat sie auch gemacht. Mhm. Also von seiner Mutter hat er nichts zu erwarten. Hast du denn mit ihm irgendwann mal über diesen Verdacht gesprochen? Nein. Nein. Hast du mit deiner ehemaligen Frau mal Tacheles gesprochen? Ja, und sie hat gesagt, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist alles. Jetzt habe ich die Logik noch nicht so ganz nachvollzogen. Wenn er nicht dein Sohn sein sollte... Ja. Dann meinst du, dass er jemanden hat, an den er sich halten kann, wenn du nicht mehr da bist? Wenn ich mal nicht mehr da bin. Ja, aber das weißt du doch überhaupt gar nicht. Du weißt doch, dadurch weißt du doch noch nicht, wer der Vater ist. Doch, das wüsste ich. Ach, das wüsstest du. Ich weiß ja, mit wem sie damals zusammen war. Aber da müsste man ja von diesem Mann auch irgendwie... Selbstverständlich, das würde ich dann auch machen. Das wäre aber sehr umständlich alles und das ist richtig. Illegal. Aber es ist mein Sohn. Es gibt nichts, was ich nicht für ihn täte. Ja. Natürlich wird das sehr kompliziert, aber ich weiß, wie er heißt, ich weiß, wo er wohnt. Ich würde mich mit ihm in Verbindung setzen und würde mit ihm Tacheles reden, würde ihm das erklären und würde ihm sagen, pass auf, es besteht hohe Wahrscheinlichkeit, dass du der Vater bist. Wenn also bei mir sich rausstellen sollte, ich bin es nicht. Mhm. Und dann würde ich ihn bitten, dass er ebenfalls einen Test macht, damit wir wirklich sicher sind. Mhm. Und jetzt ist aber die Frage... Sag ich das meinem Sohn. Ist dieser Mann denn vermögend? Also er verdient nicht schlecht. Ja. Also. Ja. Aber es geht nicht darum, auch, dass er eine wirkliche Bezugsperson sind, hat. Denn ich bin sicher, seine Mutter, das ist nicht Liebe, was man da was er bekommt. Er empfindet es als Liebe. Ich habe es auch 25 Jahre als Liebe empfunden. So lange waren wir verheiratet. Nur es ist das Gesicht wahren den anderen Freunden gegenüber, damit man nicht als schlechte Mutter verschrien wird. Das ist der ganze Hintergrund. Ja. Okay, die Mutter kann man abschreiben, ne? So habe ich das ja schon verstanden. Okay. Also die kann eher abschreiben. Das ist eine sehr komplizierte Frage. Ja. Das ist eine Gewissensfrage, die du da überlegst. Ja, und ich gehe da so lange schwanger mit. Also seit 3-4 Jahren habe ich immer mal wieder versucht, bei dir durchzukommen. Mhm. Da kann man nicht mit Freunden drüber sprechen. Die Frage ist natürlich, was macht das mit dem Jungen, wenn dieses plötzlich auf den Tisch kommt? Ja. Die Frage, ich finde, bei ganz vielen, vielen Problemen ist die Grundfrage Wahrheit um jeden Preis? Ja. Oder vielleicht Dinge, die sich gut gefügt haben, so zu lassen? Ja. Ich sag mal ganz spontan, vielleicht liege ich jetzt auch völlig falsch. Wir reden ja. Ja. Ganz spontan würde ich sagen, die Dinge haben sich gut gefügt. Du sagst, ich liebe diesen Jungen abgöttisch. Ja. Der Junge hat auch ein gutes Verhältnis zu dir. Ein tolles Freunde. Ja. Mhm.
Wir hören sogar warum, dieselbe Musik. Warum in diese Arithmetik jetzt einen Unsicherheitsfaktor einbringen, der vielleicht alles kaputt machen könnte? Weil ich ab und zu mir den Vorwurf mache, also ich habe es innerlich schon manchmal wirklich als real empfunden, und mich dann ertappe dabei, dass ich mir den Vorwurf mache und sage, du kannst ihm ja eigentlich nicht die Wahrheit vorenthalten. Ja, das ist natürlich ein Argument. Das Argument ist, kann man ihm die Wahrheit vorenthalten, hat er nicht ein Recht darauf, auch letztendlich zu wissen, wer sein Vater ist. Das ist die andere Argumentation, ja. Und dann kommt natürlich hinzu, sollte mir etwas passieren, dann steht er vor 130.000 Euro Schulden, die er nicht abbezahlen kann. Das will ich ihm auch nicht zumuten. Kannst du denn diese Sache nicht irgendwie aus der Welt schaffen jetzt? Haus und Grundstück weg. Ja, und dann, weg? Ja, es ist alles weg. Sohn ist dann mit mir in einer anderthalb Zimmerwohnung und ich muss private Insolvenz einreichen. Mhm. Denn wenn ich Haus und Grundstück verkaufe, bleiben immer noch 90.000 Euro Schulden. Ach so. Also das heißt, ich muss dann 90.000 noch bezahlen und müsste dann aber eine Mietwohnung bezahlen. Das wird noch. Das heißt, wenn diese finanzielle Sache dir nicht im Nacken sitzen würde, würdest du gar nicht da groß drüber nachdenken? Nein, weil ich wüsste, dass ich ihn dann versorgt hätte. Denn seine Mutter hat damals, als die Trennung war, wir wollten eine sogenannte friedliche Scheidung. Mhm. So, und da hat sie gesagt, du, ich mache mich selbstständig und ich sehe zu, dass wir sofort die Schulden bezahlen und dass das Haus auch fertig gebaut wird. Es ist noch nicht fertig. Das machen wir alles Versprechung gewesen, alles leere Versprechung. Ich habe nicht einen Cent bekommen. Ja. Nun kann man ja auch ein Erbe ja auch abschlagen. Ja. Das nur in der heutigen Zeit, das weißt du auch, also manchmal muss man ja schon schlechtes Gewissen haben, dass man in diese Zeit noch ein Kind gesetzt hat, auch wenn es so wundervoll geworden ist. Ich meine, ich bin so ein bisschen wirklich misstrauisch, weil es jetzt nur um diese finanzielle Geschichte geht. Nein, nicht nur finanzielle, auch dass er einen Menschen hat, den er hinterher ansprechen kann. Wobei du das gar nicht weißt, ob er das hat. Das ist ein wildfremder Mann. Ja. Du weißt überhaupt nicht, wie. Es kann auch sein, dass der sagt, bleib mir weg mit dem Theater, ich habe damit nichts zu tun. Ich will den gar nicht haben in meinem Leben. Es können viele, viele schlimme und unangenehme Dinge passieren danach. Wenn ich das, wenn ich das feststellen sollte, dass er so ist, denn ich kenne ihn ja nicht näher. Ich weiß, wie er heißt und wo er wohnt. Aber sobald du das den Pfropfen abnimmst von der Flasche, kann natürlich alles ins Wanken geraten. Das ist ein sehr gutes bildliches Vergleichnis, ja. Kannst du nicht mit deinem Sohn darüber reden, für den Fall, ich meine, wir wollen hoffen, dass du noch sehr alt wirst und sehr lange lebst, für den Fall, dass du früher sterben solltest, dass er das eben abschlägt und dass er zumindest nicht die ganzen Schulden am Hals hat. Das werde ich so... Das kann man doch alles regeln vorher. Da sprechen wir jetzt schon drüber. Lieber Hans, also wahrscheinlich denken jetzt die Hälfte unserer Zuschauer denken, ja, er soll das machen und die andere Hälfte denkt vielleicht, nee, es ist... Vielleicht zerstört es einfach die Liebe zwischen ihm und seinem Sohn. Aber ich habe dich verstanden, du bist der Meinung, ich soll den Korken lieber auf der Flasche lassen. Ich tendiere dazu. Ja. Vielleicht denke ich morgen anders, wenn ich drüber nachgedacht habe. Du denkst schon so lange drüber. Ich würde gern wieder anrufen. Ja. Ja, in der Tat, vielleicht tue ich es wirklich. Weil man kann das, ich meine, du denkst da schon so lange drüber nach. Ich habe gerade jetzt erst ein paar Minuten drüber nachgedacht. Aber manchmal ist ja so ein spontanes Gefühl gar nicht das falsche Gefühl. Es ist 7 Jahre und jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe und bin mit mir alleine, dann denke ich wieder drüber nach. Pass mal auf, ich verspreche dir mal was. Ja. Mein spontanes Gefühl habe ich dir gesagt. Ja. Ich verspreche dir etwas. Das mache ich eigentlich nie. Ich rufe dich nächste Woche privat an. Ja. Und sag dir mal, ich habe das mal so nachwirken lassen und werde dann dir sagen, was ich da so alles getan hat an Überlegungen. Ja. Einverstanden? Oh, das finde ich. So, und darüber hinaus würde ich gerne auch noch, jede Meinung ist interessant und wichtig, auch noch, dass du mit meiner Psychologin redest. Das ist kein psychologisches Problem, aber sie hat einen gesunden Menschenverstand und vielleicht mal sehen, was sie sagt. Ja. Ja? Oh, das finde ich ganz toll. Dann machen wir das so, Hans. Ja. Du legst bitte auf, wir rufen zurück und du bekommst nächste Woche von mir einen Anruf. Ganz prima, recht herzlich. Alles Gute, bis nächste Woche. Jo, tschüss. Tschüss. Und hier ist der Mike. Mike ist 40, guten Morgen. Hallo Mike. Hallo. Hallo, guten Morgen, bin ich verrückt. Ach, Maike, eine Frau, ich dachte schon, was ist denn das für eine Stimme? Die Maike. Ja, 40 also, Jahre alt. Erstmal, ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Mhm. Und ich habe schon öfter versucht, bin froh, dass ich durchgekommen bin. Mhm. Also mein Problem liegt darin, dass, ich war 12 Jahre mit einem Mann zusammen. Mhm. Und... Der ist vor knapp einem Jahr gestorben. Wie alt ist er geworden? 37. Oh, was hat er gehabt? Eben, das ist mein Problem, das weiß ich nicht.
Du weißt nicht, woran er gestorben ist? Mhm. Du warst so lange mit ihm zusammen? Ja, und war er denn krank? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Er war topfidel, muskulös, groß und hatte und wie, nichts. Wie ist er denn dann ums Leben gekommen? Ich habe Spätschicht gelaufen, das war auf dem Sonntag, und kam um 10:30, 10:45 nach Hause und habe einen Anruf bekommen. Du hast gesagt, ich habe Spätschicht gelaufen. Was heißt das? Ja, ich sag das immer so, Spätschicht gelaufen. Ach so, du hast ja, Spätschicht irgendwo gearbeitet? Ja. Ja, genau. Okay. Und kam nach Hause, 10:40, 10:45, ich weiß nicht genau, und habe einen Anruf bekommen von seinem besten Kollegen. Mhm. Und er hat mich gefragt, ob ich sitze oder stehe. Und ich habe gesagt, ich sitze. Und dann sagte er, dass Frank tot ist. So, dann war erstmal, habe ich den Hörer aufgelegt. Aber da hast du doch bestimmt gefragt, was ist passiert? Nee, ich hab den im ersten Moment aufgelegt. Ja. Weil, habe ich gedacht, oh Gott, mit sowas macht man doch keine Scherze, das kann man nicht machen. Mhm. Und dann 2 Minuten später rief er wieder an und sagte, du hast richtig gehört, er ist gestorben. Und na, dann musste man sich da eben so mit befassen. Moment mal, aber beim zweiten Mal hast du da auch nicht gefragt, was ist passiert? Er wusste es auch nicht. Er wusste nur, dass er tot ist. Aber ein Arbeitskollege, ne? Sagst du? War das? Nee, das war sein bester Kollege. Sein bester Kollege? Und meiner auch, den kenne ich schon seit. Wo war denn an dem Abend eigentlich dein Partner? Wo hätte er sein sollen? Auch auf der zu Hause? Nee, er war zu Hause. Wir waren eigentlich verabredet. Mhm. Weil so Wochenende haben wir uns eigentlich immer getroffen. Ja, und diesen Anruf, den hast du aber zu Hause bekommen? Ja. Und da war dein Partner nicht zu Hause, was dich schon gewundert hat, dass er nicht zu Hause war? Nee, wir haben ja nicht zusammen gewohnt. Ach so, ihr habt nicht zusammen gewohnt. Mhm. Nee, wir waren verabredet nächsten Tag, das war ein Wochenende. Okay, jetzt aber nochmal, dann ruft der beste Kollege oder Freund von ihm an und sagt, Frank ist der Name gewesen? Mhm. Frank ist tot. Ja. Mit dem du 12 Jahre zusammen warst. Ja. Da ist man natürlich im ersten Moment geschockt, so wie du es gerade auch beschrieben hast. Ja, das war es auch. Mhm. Aber ich habe aufgelegt. Genau, aber im zweiten Moment fragt man doch dann, was ist geschehen? Er wusste es ja nicht. Er hat auch zu mir gesagt, er hat keine Ahnung, er weiß es nicht. Aber woher wusste er denn, dass Frank tot ist? Von wieder einem anderen Kollegen, der mit ihm zusammengearbeitet hat. Und wo ist Frank denn gestorben? In seiner Wohnung. Der wohnt ungefähr 2-3 Kilometer von. Wer hat ihn gefunden? Sein bester Kollege. Sein Arbeitskollege. So, und in dem Moment wird ja sofort ein Krankenwagen und auch die Polizei benachrichtigt. Ja, die Polizei war da. Ich bin am nächsten Tag vorbeigefahren, weil ich das immer noch für einen Scherz gehalten habe. Normal macht man über sowas keinen Scherz, aber ich habe gedacht, okay, die wollen mich irgendwie aufziehen. Und dann habe ich an der Haustür gesehen, dass das alles versiegelt war. Hm. Hat die Polizei den Leichnam beschlagnahmt? Mhm. Ja. Ist der Leichnam obduziert worden? Ja, ja. Und was ist dabei rausgekommen? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den besten Kollegen dann den Tag nochmal angerufen. Ja. Das war auf dem Sonntag und habe gefragt, ich sage, okay, ich bin vorbeigefahren und ich habe gesehen, dass das versiegelt ist. Und aber ja, wenn du, ich bin insofern jetzt etwas irritiert, wenn man 12 Jahre mit jemandem zusammen ist. Also du würdest sagen, dass das eine richtige Partnerschaft war? Ja, ja. Also ihr wart nicht verheiratet, aber ihr wart richtig zusammen. Wir wollten heiraten. Ihr wolltet heiraten, ihr wart richtig zusammen. Mhm. Dann kennt man doch auch die Familie des anderen. Seine Eltern sind da ein bisschen, soll ich sagen, die waren halt nicht so dafür. Okay, das heißt, also man muss ja irgendjemandem gesagt haben, was bei der Obduktion herausgekommen ist. Ja, seine Eltern wahrscheinlich. Und die haben, obwohl du 12 Jahre mit ihm zusammen warst, die haben dir nicht gesagt, was war? Nein, die reden ja bis heute nicht mit mir.
Die haben noch nie ein Wort mit mir geredet. Ich kenne die Leute gar nicht. Und da du nicht verheiratet warst, gibt die Polizei dir natürlich auch keine Auskunft. Nicht. Das heißt, du stehst da, warst 12 Jahre ganz eng mit einem Mann zusammen, der ist... Ja, ich habe ein Kind mit meinem Mann und... Ihr habt sogar ein Kind zusammen? Wir haben ein Kind zusammen, das 9 Jahre alt. Aber ist denn das nicht ein Argument, dass du an deine Schwiegereltern in Anführungszeichen herantrittst? Eine Woche später bin ich hingefahren, weil ich wissen wollte, wo er überhaupt beerdigt worden ist. Ach, du warst auch nicht auf der Beerdigung? Nein, mir hat ja niemand gesagt, wo sie ihn hinbringen oder wo sie ihn beerdigen. Haben denn die Schwiegereltern auch keinen Kontakt zu ihrem Enkelkind? Nein, überhaupt nicht. Was sind denn das für Verhältnisse? Bis heute nicht gesagt, wo er beerdigt ist. Ich weiß bis heute nicht, wo sein Grab ist. Gott, ist das schlimm. Mhm. Das kann also, du weißt nicht mal, ob das ein Verbrechen war. Du weißt gar nicht. Es kann auch sein, dass er ermordet wurde. Ich weiß nicht. Ich habe eine Arbeitskollegin bei mir auf der Arbeit, die wohnt auch in dem Dorf. Und die sagte, 2 Tage später war das ungefähr. Und sie sagte, bei uns im Dorf ist ein Mord passiert. Dann habe ich gesagt, hallo, bei dir im Dorf. Und dann sagte sie, ja, da und da. Und dann habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Also, dann habe ich sie gefragt, wer das gewesen ist. Und ja, der wohnte da und da. Und das war die Wohnung deines Freundes? Ja. Mhm. Ach so, ja, dann ist es doch... Dann habe ich hier bei uns im Dorf gefragt, weil es eben nur 2 Kilometer weg ist. Habe ich gedacht, okay, die Polizei hier muss was wissen. Und bin hingefahren und habe gefragt. Und der hat nur gesagt, ach, Sie sind das, sagt er zu mir. Ich sage, ja, ich bin das. Ja, Sie waren noch mit dem und dem zusammen. Ich sage, ja. Ja, tut mir leid, ich kann Ihnen überhaupt keine Auskunft geben. Aber weißt du, wenn das ein Mord war, dann würdest du doch mit Sicherheit auch von der Polizei verhört werden. Ja, eben, aber mir hat ja niemand was gesagt. Wenn das auf einem kleinen Dorf passiert, das in einem kleinen Ortschaft, irgendwie sickert doch ein Gerücht durch, was da passiert ist. Ja, das ist ja bis heute noch nicht. Das sickert ja bis heute noch durch, dass irgendwer irgendwas erzählt. Und ich bin die Einzige, die von nichts weiß. Deine Frau, die wohnt vielleicht 50 Meter von mir weg. Die hat hier eine Wohnung bei mir genommen. Also ich sag mal, ich bin kein Kriminalist, aber ich bin hundertprozentig sicher, wenn man glaubt, dass es ein Mord war, wird man doch alle Personen, die im ganz nahen Umfeld dieses Menschen gelebt haben, und du warst ja nun ganz nah dran, da wird die Polizei das zumindest ein Gespräch führen. Und man hat kein einziges Gespräch mit dir geführt. Nichts. Ich habe nur von den Polizisten gehört. Ich bin einmal angehalten worden, das weiß ich, im Auto, da habe ich mit Handy telefoniert, und das darf man ja nicht. Das war auch kurz vor meiner Arbeit. Ja. War irgendwas, weiß ich nicht. Und da hielt der Polizist mich an und sagte, ach, Sie dürfen doch nicht mit Handy telefonieren, das kostet 40 Euro und bla bla bla. Ja. Und da hatte ich seine Sterbeurkunde neben mir, weil ich da musste ich damit zur Arbeit hin. Und wie bist du denn überhaupt in den Besitz der Sterbeurkunde gekommen? Seine Tochter hat sie gegeben. Wie alt ist die Tochter? Er hat noch 3 Kinder mit seiner Ex-Frau. Wie alt ist die Tochter? Oh, die war damals 15, glaube ich. Und die gibt dir die Sterbeurkunde? Ja. Warum? Bei mir vor der Haustür, hat geklingelt und hat mir die übergeben, ohne Worte. Und warum hat sie die übergeben? Weiß ich nicht. Weiß ich bis heute nicht. Ich weiß doch nicht, wo sie die her hat. Keine Ahnung. War Originalsterbeurkunde. Was sagst du deinem 9-jährigen Kind, was mit dem Papa ist? Ja, ich sag ihm, dass er tot ist. Das weiß mein Kind. Und mein Kind fragt mich auch, ja, können wir mal hinfahren, genauso wie wir zu Oma und Opa fahren oder auf den Kirchhof. Und ich sage, ja, würde ich gerne, aber ich weiß nicht wo. Ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig ratlos. Das klingt so mysteriös, was du erzählst. Ja, genau. Und das mache ich seit einem Jahr durch und ich weiß nichts. Warum herrscht denn so ein Kriegszustand zwischen dir und diesen Schwiegereltern? Warum? Dass selbst über den Tod hinaus und über ein Unglück hinaus keine Annäherung stattfindet. Ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Ich habe ihn kennengelernt, 93. Wir hatten einen Bauernhof und wir sind damals abgebrannt. Hm. So, und gut, er war der Maurer, der das
sie damit aufgebaut. Und da haben wir uns kennengelernt. Maike, das glaube ich dir nicht. Wenn du 12 Jahre mit deinem Mann zusammen warst und es so eine schwere Spannung gab zwischen seinen Eltern. Das war ja schon immer, die Spannung war schon immer da. Ja, gut. Ich habe ihm seine Frau weggenommen und das habe ich nicht im Grunde. Ach so, das war der Grund, dass die gedacht haben, du hast das kaputt gemacht alles. Ja, ich habe seine drei Kinder, seine Familie, ich habe alles kaputt gemacht. Und das war es nicht. Ich habe damals, wie wir uns kennengelernt haben, selber einen Freund gehabt. Und irgendwann hat sich das natürlich so ergeben. Das heißt, du stehst da und weißt überhaupt gar nichts. Du hast deine Liebe verloren, den Vater deines Kindes verloren und weißt gar nichts. Ich musste damals angeben, vor einem Jahr, da kriegte mein Kind Halbwaisenrente, weil es ist ja nun mal amtlich, dass es ein Kind ist, vom Jugendamt. Und die haben mich auch gefragt, ja, Todesursache, schreiben Sie es doch mal da rein. Ich kann nichts reinschreiben. Stand die Todesursache nicht in der Sterbeurkunde? Nein. Das stand, in der Sterbeurkunde steht 24 Stunden, also vom 23. Bis 24. Könnte das gewesen sein. So, und ich kann niemanden fragen. Ich habe damals den Arzt versucht zu fragen. Der hat gesagt, nein, ich habe Schweigepflicht, weil damals war ein Arzt dabei. Lass mich mal noch fragen, warum habt ihr nicht zusammen gewohnt? Das liegt, glaube ich, an mir, weil ich nicht so ein Mensch bin, der so unbedingt zusammen wohnen möchte. War denn die Beziehung bis zum Schluss vollkommen intakt? Ja. Vollkommen. Ja, die war gut. Die war super gut. Wir haben uns immer getroffen. Also aufgrund dessen, dass ihr nicht verheiratet, wenn wart, ist mir natürlich klar, dass du kein Informationsrecht hast. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, wie die Rechtslage ist, aufgrund dessen, dass ein Kind da ist. Ob zumindest das Kind, wenn es entsprechend alt ist, das irgendwann erfahren wird dürfen von den Behörden, oder ob du sogar, das weiß ich nicht. Geh doch mal zu einem Rechtsanwalt und lass dich. Mir wurde gesagt, dass mir überhaupt keine Auskunft zusteht, überhaupt nicht. Ich habe ja nachgefragt, ich habe ja auch bei, ich weiß, wo die Bestattung gemacht worden ist. Also wir haben den Fall jetzt so grob skizziert. Ich würde gerne meine Zuschauer, die juristisch bewandert sind, bitten. Ja, ich würd das auch selber gerne erfahren. Ja, dann, ihr habt den Fall jetzt mitbekommen. Mailt uns doch bitte mal eine Information, was man da machen kann, ob man da was machen kann, ob die Maike in irgendeiner Weise doch an eine Information kommen kann. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht, wenn ihr uns helfen könntet, mailt an domian@wdr.de. Würde ich mich sehr freuen und wir würden das an dich weiterreichen, Maike. Ja, also ich würde mich super freuen, wenn ich irgendwie auch mal selber zur Ruhe kommen könnte und wissen könnte. Ich stelle es mir auch so unglaublich vor, dass du nicht mal einen Ort des Trauerns hast und zum Friedhof gehen kannst. Du hattest doch bestimmt einen Schlüssel von der Wohnung. Eigentlich wurde nachher, durfte ich ja nicht mehr rein. Ich hatte den Schlüssel. Nur, es war ja versiegelt und das ist ja nicht erlaubt, dann da rein. Klar. Also, mir ist das alles schleierhaft, aber vielleicht kriegen wir einen Hinweis und vielleicht kommt irgendetwas zu uns, was dir weiterhelfen könnte, Maike. Ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn mir irgendjemand helfen kann, damit ich meinen Sohn zeigen kann, wo sein Vater liegt. Ja. Ich verspreche dir, wenn wir interessante Sachen bekommen, werden wir uns mit dir in Verbindung setzen. Oh, danke. Ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und von Herzen alles Gute, Maike. Und ich bin super froh, mit dir gesprochen zu haben. Das freut mich. Vielen Dank, Maike. Tschüss. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's von uns für diese Woche. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder mit einer freien Themennacht bei Radio 1 Live.